Wir machen Outdoor-Basteln im Dunkeln. So, ihr nehmt euch etwas Spielsand oder anderen Sand, wie ihr habt. Legt euch den auf den Rasen. Dann nehmt ihr so ein wunderschönes Rhabarberblättchen. Schön mit nach oben, das ist die beste Struktur. So. Dann rührt ihr euch wieder unseren Quickmix Reparaturmörtel an. Und dann nehmen wir einen schönen Bad drauf. Ich habe das extra hier höher gemacht, weil ich möchte, dass das eine Mulde hat. Man beachte auch die Arbeitsschuhe des Betonbauers. Das ist Arbeitsschutz, du. Genau. So. Beim Beton machen. Mal schnell den Pool füllen. Ist ja nicht tuffig. Ich lieb das. So, und damit das keine Risse bekommt oder zu schnell aushärtet, könnt ihr das mit feuchten Handtüchern abdecken. Ich habe zwei verschiedene Massen genommen. Schauen wir mal morgen. So, ich denke mal, unser Blatt ist trocken. Wollen wir mal das Blättchen abziehen, ne? Die ist jetzt schick geworden. Mein Gott, ich bin immer noch im Stimmbruch. Scheiß Allergie. Komm raus, komm raus, komm raus. Ich saue ein bisschen rum. Aber die Tür fällt dazu. So, ihr Lieben. Ihr seht unser Blatt. Ihr seht nicht schön. Cool, wa? Kann man Wasser drin machen, kleine Vogeltränke von machen. Ich werde es jetzt noch ein bisschen bemalen mit wasserfester Acrylfarbe. Und dann schauen wir mal weiter. So. Jetzt werden wir noch ein bisschen mit Strukturpaste in Gold veredeln. Sieht denn in der Sonne bestimmt schön aus. Ich mache wieder mit die Schwammtechnik, sprich tupfet. Schick schon, wa? So. Ach ja, diese Außenfarbe, hier, Acrylfarbe, wetterfest, total klasse. Gibt es bei Butinette, bestimmt auch woanders. Aber ich habe sie von Butinette. So. Ach, ist auch mal schön, wenn die Männer nicht da sind, oder? Eine Ruhe.
Ja, ich habe meine Pumpe im Hintergrund an, aber... So. Ihr Lieben. Schaut mal. Da ist unser Blatt. Schön, wa? Ganz simpel. Ich habe vorne vor 1-2 Jahren schon das als Trittsteinplatten gemacht. Ist total klasse. Hält super.